herzlich willkommen zurück zu No Man's Sky. Ja, wir geben jetzt die richtige Portaladresse ein für das leere Ei. Und ja, also ich war ja völlig falsch mit meinen Vermutungen. Aber dazu gleich mehr. Also, Portal aktivieren. So, wir haben als erstes der Jäger. Und ich hatte es schon befürchtet. Aber der Jäger ist nicht das hier, sondern das. Dann kommt die Reflexion. Und die Reflexion ist natürlich das einzig symmetrische Symbol hier. Da hätte man drauf kommen können. Dann haben wir wieder den Jäger. Dann haben wir die Realitätsspirale. Die habe ich hier richtig erkannt. Dann der Stern über Wasser. Auch der war natürlich richtig. So, dann haben wir die aufsteigende Kugel. Und auch da war ich richtig. Dann die verschleierte Begleitung. Da handelt es sich um den Mond. Dann haben wir wieder den Jäger. Dann haben wir das niedere Insekt. Da war ich auch auf dem richtigen Weg. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Genau, so niedriges Insekt. 10, 11, 12, ja. Dann kommt die Anomalie. Jetzt bin ich verwirrt. Verdammt. Jäger, Reflexion, Jäger. Realitätsspirale, der Stern über Wasser. Die aufsteigende Kugel. Dann haben wir die verschleierte Begleitung. Der Jäger. Das Insekt. Ach doch, ich hab mir genau. Dann kommt die Anomalie. Ach, der ist bei mir. Das Video ist bei mir verrutscht, weil ich reingeguckt hat. Ach, sehr gut. Okay, also die Anomalie ist natürlich das hier. Klar. Ja, wohl doch, kann hinkommen. Dann kommt der Matrose. Und dann haben wir den Meereskönig. Ich schaue noch eben einmal nach, ob das jetzt hier soweit richtig ist. Sorry jetzt für den. Ja, das passt. Okay. Ach ja, da will man es einmal richtig zeigen, ne? Und dann macht man ja selber wieder einige Fehler. Aber egal, wir haben es jetzt und wir gehen hier durch. Und es musste jetzt hoffentlich alles passen. Es gibt da wohl auch noch ab und zu mal einen Bug. Es bleibt spannend. Okay. Neue Entdeckung auf jeden Fall. Das überrascht mich. Und hier sind zahlreiche Basen. Das ist so viel zum Thema neue Entdeckung. Da lesen wir schon mit den Bedürfnissen des leeren Eis überein. Das Ei sinkt. Da, das Lied. 12 Minuten zu Fuß. Dann nehmen wir das Raumschiff. Erstmal nehmen wir hier natürlich auch die Container noch mit. Ach, sehr schön, sehr schön. Dann haben wir es vielleicht gleich geschafft. So, wird auch fleißig abgebaut. So, wo haben wir denn das leere Ei? Wo zeigt es hin? Wo zeigt es hin? Oh, auch hier der Turm. Da ist das Symbol. Da müssen wir hin. Da fliegt sogar jemand. Wir sind nicht alleine. Da ist... Ne, das ist ein Speichersignal. Und hier zeigt das leere Ei hin. Wir landen, um mit der Suche zu beginnen. Was machen wir? Regen. Schönster Regen. Okay, wir nehmen aber auf jeden Fall auch den Wissenstein noch mit und lernen das Gagwort für neu. Und was sollte besser passen als das Gagwort für neu? Ja, hier ist aber schon
schon geplündert worden? Nee. Natrium, guck mal, wie viel Natrium da ist. Da kann man ja gar nicht dran vorbeigehen. Also das fällt mir ganz schwer, das nicht mitzunehmen. Guckt euch mal an, wie viel Natrium wir hier kriegen. Wir werden es brauchen. Träumchen. Look, 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 look. Und flupp. Okay, so. 617 Natrium mal eben so gesammelt. Dann können wir jetzt einmal gucken, in welche Richtung wir müssen. 1000. 1000, Ich hoffe, es ist nicht das Portal, wo wir hin müssen. Aber guckt euch das an, hier ist schon ordentlich Action. Und wir können auch gleich mal bei den Entdeckungen gucken. Das interessiert mich halt dann doch immer. Ah, dort stand es, glaube ich, schon, ne? Von DW wurde es entdeckt. So, so. Ja, wir müssen so in diese Richtung Portal. Ich hoffe, wie gesagt, nicht, dass wir zum Portal gehen. Das wäre doch lame. So, 900 Uhr. Da ist eine Basis. Können wir nicht mal eben reingucken, ob da irgendwas Spannendes ist. Und interessiert mich ja auch, wie andere Leute ihre Basen bauen. Ja, das Dach ist auf jeden Fall interessant. Okay, es ist halt auch nur ein Rohbau. Okay, sehr dunkel. Kein Strom. Nichts Spannendes. Wir gehen wieder zurück zum Portal, habe ich so das Gefühl. Ja, ist ja gut. Dann tun wir doch noch so ein Lebenserhaltungsgedöns rein. Das ist schlecht. Den will ich jetzt eigentlich nicht nur abwarten müssen, aber ich fürchte, da führt kein Weg dran vorbei. Sauerstoff. Die Richtung. Ich habe ja jetzt irgendwie so ein bisschen die Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch auf eine Basis treffen. Aber das sieht wahrscheinlich eher schlecht aus. Hier schon mal auf den Terrainmanipulator. 400 noch. Ah, jetzt ist der Sturm da. Das ist schlecht. Dann auch noch ein Extremsturm. Na, herzlichen Glückwunsch. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann buddeln wir halt hier nochmal ein bisschen. Okay, bringt nichts. Ja, dann würde ich sagen, warten wir kurz, bis der Sturm sich hier erledigt hat. Ja, denn das macht keinen Spaß dabei. Das heißt, ich pausiere einmal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der Sturm legt sich wieder. Das heißt, wir können uns hier schon mal vielleicht rauswagen. Richtung. Da müsste es ja eigentlich jetzt hinter dem Bügel sein, denn am Hügel hier sehe ich nichts. Immer 200. Die Spannung steigt. Immer noch nichts zu sehen, außer einem Spieler. Okay, dann führt es uns jetzt zu dem Gebäude hier. Interessant.
Okay, hier müssen wir rein. Alles klar. Da wären wir. Jetzt mal F drücken. Bist du das? Wirkt anders. Das Terminal wirft ein uraltes Signal zurück. Die letzten unterbrochenen Fragmente eines gefallenen Reisenden. Das Signal ist eine Aufnahme, eine Schleife, die ein seltsames Gerät im Eingabeterminal aufgefangen hat. Wir sammeln das Gefäß. Okay, wir haben die Seelenkammer bekommen, 0%. Ein biomechanisches Konstrukt, das nach den Vorstellungen einer anonymen Menge erschaffen wurde. Eine Fusion aus einem komplexen Schaltkreis und der unbeschreiblichen Fehlerhaftigkeit des Reisenden. Eine solche Rechnung kann Realitäten verbinden oder in bloße, simulierte Fragmente reißen. Archivierte Seelen für den Wirt des Eises besorgen. Okay. Das Ei singt das Lied eines gefallenen Reisenden. Wissen wir jetzt, wo wir hin müssen? Ich muss erstmal hier das hier wieder wegmachen, oder? Ne, okay, Portal wird uns immer noch angezeigt. Da müssen wir hin. 11 Stunden! Ich glaube nicht. Achso, wir können das Ding ja noch einmal entdecken. Würde mich mal interessieren, ob das hier auch der normale ist. Ja, von Yosemi 111 entdeckt. Alles klar. Na dann. Was echt Wahnsinn, was hier los ist, ne? Das ist schon ganz cool. Wie man so merkt, so ein System, was halt wirklich mal von allen Spielern besucht wird, die diese Quest machen. Wir müssen jetzt aber hier doch noch deutlich weiter nach oben. Xenobiologe. Okay. Wieder runter. Mal gucken, dass wir den verlorenen Reisenden finden. Mal gucken, wie viele von diesen verlorenen Reisenden wir überhaupt brauchen. Müssen wir dann auch erstmal wieder 1000 U durch die Gegend marschieren. Wir kennen das ja. Na, ein bisschen weiter können wir noch. Können noch ein Stück. Geht noch ein Stück. Jetzt müssen wir lang. Das ist doch auch gar nicht so schlecht. Vielleicht bin ich vorhin auch einfach nur erbärmlich schlecht gelandet. Das kann natürlich auch sein. Ja, angeblich ist hier das Ziel in Reichweite. Da. Ah, das ist gut, dass einem das angezeigt wird. Das wäre sonst schwierig gewesen, das zu finden. Hallo. Wir sammeln die Seele ein. Bist du da? Nein. Bist du da? Bist du? Was passiert? 33%. Okay, wir brauchen also mehr. Neun Stunden. Okay, so lange haben wir jetzt nicht Zeit. Wo habe ich mein Raumschiff gelassen? Hier sind viel zu viele Marker. Also jetzt mehr Zeit für euch geparkt. Das ist wie im echten Leben hier. Ja, nicht ganz. Da. Da. Schwupp. Hoch. Mit dem Schiff. Also ich nehme erstmal aus der Atmosphäre raus. Und dann wieder in die Richtung zurück, aus der wir gekommen sind. Jawohl. Gut, dass wir den Impulsantrieb verbessert haben.
habe ich jetzt nicht schon wieder Sturm. Das wäre bitter. Verlorener Reisender. Muss hier irgendwo sein. Ja, hier ist schon wieder Sturm. Man erkennt dann einfach nichts. Aber könnte hier irgendwie sein. Ich meine, es hilft ja nichts. Ich habe keine Lust, jetzt hier wieder irgendwie 3 Minuten einfach nur in der Höhle zu stehen. Ich hatte auch mal geguckt, ob man die Stürme gegebenenfalls ausschalten kann. Aber das geht nicht. Weil die nerven halt eigentlich nur. Müssen wir eben Exo-Anzug. Den können wir einmal aufladen. Der lädt sich dann von alleine auf. Und da ist das begehrte Objekt. Wer ist? Da. Seele einsammeln. Nein, nein. Was machen wir hier eigentlich für grausige Sachen? So, hier ein Seascan, um das... Erstmal zurück ins Raumschiff sichern. Wow, ich sehe gar nichts in diesem Sturm. Boah, das Ding hält gut. Also das ist ja der Hammer. Okay, letzter. Zwei Stunden. Aber krass, dass doch so viele von diesen Gräbern, ne, auf dem Planeten sind. Glaubt man gar nicht. So. Hier, Storm has landed. Ja, deswegen. Deswegen. Der ist schuld da. Der ist schuld. Nee, nicht zum Portal. Nicht zum Portal. Dann sieht man mal, wie man hier hin und her geschickt wird. Und auch hier ist natürlich Sturm. Man sieht gar nichts. Ui, Bäume. Ich glaube, wir können noch ein ja, hier so. Okay, mal gucken, wie dicht wir jetzt dran sind. 300 irgendwas. 13. Aber man kommt ja gut durch die Luft beim Sturm. Das muss man halt auch mal so sagen. 106. Na, ich muss ja auch. Da ist es. Wohin bist du? Kst. Was? Kst, kst. Seele einsammeln. Warum bist du? Kst, kst. Wohin gehe ich? Kst. Tja, meine Seele. Gut. Wir haben es geschafft. So, muss es jetzt auch wieder 24 Stunden warten? Kehre durch das Portal in deine eigene Realität zurück. Alles klar. Deswegen war auch das Portal die ganze Zeit markiert. Aber ich würde sagen, liebe Leute, das machen wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.